Zum Beispiel von den Mast Pipes and Drums. Das heisst rund 200 Dudelsackspieler, Tamburen und Paukisten aus 10 verschiedenen Formationen. Sie kommen aus England, Schottland, Australien, Südafrika, den USA, dem Oman und aus der Schweiz. Jede Pipeband hat ihren eigenen Major. Aber es gibt noch jemanden, der drüber steht und alle anführt. Er ist der oberste Pipes and Drums Major der britischen Inseln, gehört zum Blackwatch Regiment und ist zum Beispiel schon 16 Mal am weltberühmten Tattoo im schottischen Edinburgh dabei gewesen. Die Rede ist vom Senior Drum Major Brian Alexander. Die Choreografie von den Mast Pipes and Drums stammt auch dieses Jahr von Stuart Sampson, wo wir später noch als Solist werden sehen. Apropos gesehen, es ist immer spannend zu schauen, zu was für einem Bild oder Zeichen sich die Mitwirkenden formieren dürfen.
das Jahr ist es ein Andreaskreuz. Auf den ersten Blick ein einfaches Zeichen, in Wirklichkeit aber eins der schwierigsten Bilder zum Stellen, weil lange gerade Linien, die unterbrochen werden, ein Höchstmaß an Präzision erfordern. Unter den vielen Nationen von den Mast, Pipes and Drums sind auch Schweizer dabei, nämlich die Swiss Highlanders, die das letzte Jahr auch in Edinburgh auftreten sind. Natürlich haben sie keinen militärischen Hintergrund, sie machen aus reiner Freude an der schottischen Tradition und an der speziellen Musik mit. Nach dem stehenden Bild ist es wieder Zeit zum Marschieren. Der Befehl dazu gibt natürlich auch hier der Brian Alexander. Dieses Jahr hat das Basel Tattoo besonders hohen Besuch bekommen. In Person vom Cousin von der englischen Königin, dem Prince Michael of Kent. Alle Formationen werden beim Ausmarsch aus der Arena von einem sogenannten Salute Taker gegrüßt. Es ist eine grosse Ehre, wenn ein Mitglied von der britisch-königlichen Familie diesen Part übernimmt.